Hey yo, herzlich willkommen zurück. Wir sind im nächsten Gebiet und hier gibt es Eisen und Kohle, soweit meine Aufzeichnungen noch stimmen von damals. Oh. Obwohl, wartet mal. Das ist natürlich jetzt gerade, das ist cool. Ich zeige euch jetzt mal, was wir. Gibt's hier Haie? Ich glaube, hier gab's. Ja. Ah, hi, mein Freund. Hallo, mein Freund. Oh, er will mich attackieren. Achtung, das Boot hält eh nicht mehr viel aus. Ey, früher sind die sofort kaputt gegangen. Was ist denn das? Das ist so cool. Oh. Hallo. Ernsthaft? Ich finde die Animation inzwischen super geil. Und zack, jetzt ist es kaputt. Wie das Schiff hier so kaputt bricht in zwei Hälften und dann halt noch so vor sich hin schwimmt. Das ist echt cool gemacht. Also das ist wirklich geil. So, hier gibt es auf jeden Fall Haie. Hier könnte man übrigens auch sehr gut Haie jagen, weil ich glaube, das ist die Insel mit mehreren solchen Wasserbecken. Das werden wir uns aber angucken. Wir müssen uns erstmal jetzt einen Platz suchen, wo wir uns wieder verkriechen können. Denn wenn ihr auf die Uhr guckt, jo, da wird es gleich ein bisschen eng. Ah, Limeberries. Na, da haben wir doch das, was wir wollten. Sehr gut. Ich brauche nämlich unbedingt rote Farbe. Das heißt, ich brauche 4. Ich brauche 8. Rein theoretisch. Ach nein. Hier gibt es auch Adler. Also eigentlich könnt ihr euch das immer bei. Das ist cool. Wenn die Kannibalen hier nicht herkommen würden, würde ich mir hier so meinen Unterschlupf hinbauen. Das erinnert mich so an meine Kindheit. Kennt ihr das auch, wenn ihr irgendwie früher als Kind so irgendwo ein Gebiet hattet, wo vielleicht mal eine alte Halle stand oder ein altes Haus und das ist jetzt über die Jahre zugewuchert? Ich habe da so gerne als Kind dann da gespielt und entdeckt und das war cool. Ich glaube, das würde ich immer noch machen, wenn es sowas noch gäbe. Aber inzwischen haben sie ja alles überall abgerissen und haben neue Häuser hingebaut. Das ist ganz komisch. So, was? Ich habe 3 Limeberries gekriegt. 3 Stück? Ernsthaft? Das ist ja gar nichts. Was hat sich angehört? Wie das vierte, wie das fünfte? Sechste, siebte, achte, neunte. Jo. Na, die reichen uns doch. Die reichen uns doch. So. Wo gibt's denn hier jetzt das gute Eisen? Und wo verstecken wir uns? Eigentlich ist es cool. Wartet mal. Natürlich. Mir fällt gerade ein, was ich damals gemacht habe als Trick bei den Kannibalen. Ist ziemlich cool. Und da könnt. Was? Ach, du Mistkrepel. Und da könnt ihr auch noch ein bisschen was absahnen. Ich bin gerade nicht am Fighten, Kollege. So. Und zwar müsst ihr, wenn die Haie jetzt nicht unbedingt hier rumschwimmen würden, das ist jetzt gerade blöd. Ach komm schon. Da ist ja ein Problem. Die kommen gleich. Die kommen gleich und ich bin noch nicht fertig. Ja. Ich will euch nichts, ihr wollt mir nichts, bitte. Könnt ihr immer hier verschwinden? Ich bin doch eigentlich nur da auf meinen Türmchen. Ich glaube, jetzt werde ich gekillt. Ich stehe jetzt hier mitten im Wasser. Ja. Warum baut er das nicht hoch? Da, ey, das ist. Okay, das funktioniert nicht mehr. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Das ist richtig, richtig blöd. Eigentlich habe ich mir immer hier im Wasser so ein Türmchen gebaut. Das ist mir jetzt hier aber gerade zu risikoreich, hier weiterzubauen, wo ich gerade keine Kannibalen sehe. Was ist denn das? Was ist das? Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob wir herausfinden. Da oben. Ah, okay, es gibt Kannibalen. Ob wir je herausfinden werden, was es war. Ja, und die Kannibalen sind halt unten
drumherum gelaufen und die Haie haben dann den Rest erledigt. Und ich bin einfach nur mal runtergesprungen und habe mir mein ganzes Loot eingesammelt. Wo denn? Wo denn? Wer denn? Ach so, einer. Hallo. Ist das der vom Baum? Ich weiß nicht. Ja, bau meinen schönen Sand ab, du Vogel. Finde ich nicht gut. Das ist jetzt der einzige. Hier habe ich eine ganz, ganz gute Übersicht, muss ich sagen. Deswegen würde ich mal sagen, wir versuchen unser Glück. Und hauen dir mal eins aufs Maul. Reicht das schon? Oder höher? Oh no. Vielleicht sollte ich noch eins tiefer? Ich weiß es nicht. Ah, na, dann greif mich doch nicht an. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Also tu du mir doch bitte nichts. Ey, Kollege. Weh, ich fall jetzt runter. Weh, ich fall jetzt runter. Okay, das hat er noch nicht abgebaut. So, jetzt hier. Komm her. Hier fest. Hallo. Oh, warum seid ihr immer so widerspenstig? Bleibt doch einfach mal unten stehen. Einfach stehen bleiben. Lass mich meine Arbeit tun. Komm schon. Ihr könntet euch jetzt natürlich auch einen Unterschlupf bauen, ein bisschen hochbauen. Aber ich finde, da lohnt sich der Zeitaufwand einfach nicht. So, und die Materialverschwendung. Schnappt euch einfach ein bisschen... Ach, guckt mich einfach so an. Was, wo? Hä? Wer hat mich gesehen, weil der da... Ach, das bin ich, das ist mein Schatten. Nein, shit. Komm, mach hin, mach hin, mach hin. Wo ist er? Oh, 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 oh. Was? Nein! Ach, Herr Jemine. Ja, die Zeitverschwendung ist enorm, finde ich, wenn ihr euch da ein Häuschen baut. Baut euch einfach nach ganz oben. Ich wusste jetzt nicht, wie hoch ich mich jetzt schon gebaut hatte, weil ich ja wieder was abgebaut habe. Und ich wusste auch jetzt nicht, wo der Typ steht. Der Trick damals war einfach 13 Blöcke nach oben. Und dann können sie euch nichts. So, was habe ich denn jetzt hier? Nichts. Okay, also wir müssen auf jeden Fall nochmal Limeberries uns schnappen. Und es geht echt nicht kaputt. Gehe kaputt. Gehe kaputt. Aber ich finde das cool, dass selbst jetzt hier der Sand kaputt geht. Zack. So, da schnappen wir uns schnell die Limeberries. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Da sind sie. So, dann rein ins Gemüse. Eins. So, das müsste ich 8 Stück haben. 8 Stück reichen. Sehr gut. Warum bin ich denn so halb tot? Kann mir das mal jemand sagen? Ist mir etwas unverständlich. So, meine lieben Adlerfreunde. Gehen wir hier mal weg. Es gibt halt keine Möglichkeit, die Adler irgendwie loszuwerden. Außer sie einzusperren. Aber das ist wirklich richtig aufwendig. Weil ihr im Prinzip in der Luft einen Käfig bauen müsst und den dann da reinlocken müsst. Und das ist alles... Ey, komm. Really? So, wir versuchen das Ganze jetzt nochmal. Sie hat hier nichts, ne?
Okay, das ist immer gut. Da muss ich drauf. Und da muss ich drauf. What? Wie zum Henker konntest du mich noch kriegen? Nein, was mache ich denn? Da kommt überhaupt keine Hai-Musik. Der Hai kommt, aber keine Musik. Da ist er wieder. Ey. Das ist nicht dein Ernst, oder? Also mit den neuen Wassertexturen ist es etwas schwierig, hier überhaupt einen Überblick zu haben. Ich habe doch gerade... Jetzt. Und schon wieder habe ich es getan. Nein, 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 nein. Gut, wir müssen die Nacht ja sowieso überleben. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn morgen früh ist. Es ist morgen und somit geht's jetzt weiter. Die Kannibalen sind weg. Haie sehe ich auch gerade keine. Dann können wir uns mal hier runterbauen. So. Okay, wunderbar. Und dann gucken wir mal, was wir denn hier so finden. Eben sind wir da lang gelaufen. Laufen wir jetzt noch einfach mal hier lang. Ihr habt gesehen, hier gibt es 4 Haie. Das ist nicht schlecht. Also hier könnte man auch ganz gut Haie farmen. Okay. Schwimmen die auch hier rein? Das wäre eigentlich auch ganz praktisch, wenn die hier reinschwimmen würden. Das, da hätte ich nichts dagegen. Weil 4 Haie mit einmal fangen und platt machen. Ich glaube, da haben wir ein paar Ressourcen mehr. Ich glaube, rede ich von meinen Freunden. Bleib doch mal hier. Bleib hier. Hallo? Hallo, hi? Hab ich keinen Bock oder was? Oh, hallo, hi. Komm, 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 komm. Troff, troff, troff. ja, ja, hier zu mir, zu mir, zu mir, zu mir. Ich glaube hier, das ist ganz cool, oder? Hier diese Schneise. Ja. Komm her. Ich glaube, hier kann ich es mir gefallen lassen. Gibt es hier noch irgendwas? Nö. Ja, aber jetzt nur Haie am Start, so wie es aussieht. Er haut ab. Er haut ernsthaft ab. Ach komm schon. Oh ne, da ist er. Also ihr könnt Haie natürlich auch wunderbar so jagen. So wie ich teilweise hier mache. Gute Möglichkeit. Ihr müsst aber halt immer hinterher. Das ist halt ein bisschen blöd. Und die Haie sind nun mal schneller als ihr. Die sind sogar schneller im Wasser als ihr zu Fuß an Land. Ja gut, wir wollten jetzt... Machen wir jetzt auch. Es sei denn, wir finden hier irgendwas Interessantes. Also ich kann euch sagen, klar seht ihr bei mir jetzt, dass ich relativ locker das alles sehe. Auf die Kannibalen... Eintresche und auf Haijagd gehe und da auch ziemlich nah im Wasser an die dran springe. Das empfehle ich jetzt aber nicht so unbedingt, weil, ja gut, ich habe das Spiel ja richtig, richtig lange gespielt, schon für die Wii U. Und deswegen, ich denke mal, ich weiß schon, was ich mache, aber wenn ihr das am Anfang macht, weiß nicht... Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das lange überlebt. Auf jeden Fall... Na komm. Auf jeden Fall könnt ihr es natürlich versuchen. Nur, ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Ach komm. Oh, Moment. Moment, Moment. So, okay. Eine Einstellung machen. Okay, gut.
Ja, ob das bei euch was bringt, weiß ich jetzt nicht so unbedingt. Irgendwann werdet ihr euch wahrscheinlich auch so an den Schwierigkeitsgrad gewöhnen und dann ist das ja alles kein Thema mehr. Dann könnt ihr ja gerne das so handeln. Okay, der Apfel schwimmt schon hier rein. Das finde ich sehr gut. Wo ist er? Also, komme ich hier drauf? Oder ist das hier eine Falle? Hier keine Falle. Jo, ich will mir rein. Ich glaube, aber ein Haijagdplatz. Schwinde mal hinterher, Kollege. Ich glaube, das traue ich mir zu. So. Mehr. So, gibt es hier irgendwas Schönes? Irgendwas, was wir für uns nutzen können? Müssen wir unbedingt noch so eine Lampe machen, die wir hatten. Also die Lampe, die war echt Gold wert. Bitte. Nein. Keine Perle. Schade. Also mit den Perlen scheint es so zu sein, dass wirklich nur ein paar Inseln damit bestückt sind und beim Rest ist halt eben nichts drin, ne? Oh. Oh, ich werde nicht durch ein Hai sterben, sondern ich ertrinke einfach mal. Einfach mal aus Dummheit ertrinken, das ist cool. So, weiter geht's. Ich will ja Eisen. Bin ja eigentlich wegen Eisen hier. Also hier nicht so lange rumtrödeln, wir brauchen Eisen. Ich möchte euch auch die Insel soweit zeigen. Und das da sieht sehr gut schon mal aus, finde ich. Hier geht es ein bisschen tiefer runter. Okay, das macht alles nichts. Wenn ihr da Fallschaden kriegt, ist eigentlich vollkommen egal. Aus dem einfachen Grund, weil ihr eh Hunger und Durst kriegt und wenn ihr das auf 100 bringt. Oh, alle. Wenn ihr euer Hunger und Durst auf 100. Oh. Nicht so gut. So. Und so. Und zu. Da wollte ich haben. Ist da unten was? Ich sehe nichts, nichts, nichts. Da sehe ich auch nichts. Okay. Was wollte ich sagen? Genau. Wenn ihr das auf 100 bringt, dann regeneriert sich eure Lebensenergie sowieso. Von daher. Ist es jetzt nicht so, dass ihr extra dafür gewisse Pflanzen suchen müsst und euch dann hier irgendwelche Health Packs oder so erstellen müsst? Also, das geht dann automatisch. Das ist ziemlich cool. Haben sie ganz geil gelöst. So, hier gibt es wieder nur Eisen. Was soll das? Quatsch, Kohle. Da! Hallo, mein Freund. So wird das nix. Wir müssen auf dieser Seite, okay. Ja, dann gehen wir halt wieder raus. Gehen wir wieder raus, gehen wir wieder raus. Zack, 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 zack. Hier möchte ich gerne vorbei. Du kommst hier nicht durch. Das, Erde. Leute, lass mich doch hier durch. Was denn er hier für Geräusche? Was geht denn mit diesem blöden Adler ab? Was haben wir hier? Schon wieder so eine Bucht. Wieder eine Bucht und. Oh, Hai. Eine Bucht und ein Hai. Und ich komme hier nicht drauf. So, ist da vielleicht irgendwo Eisen, was ich jetzt nicht gesehen habe? So, Hai ist weg. Gucken, gucken, gucken. Da ist Eisen. Dann holen wir uns das. Dann holen wir uns das. Und zwar da dran und da drauf. Na, da drauf. Da drauf. Danke. Zu freundlich. Stehe ich jetzt drauf? Warte mal. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Noch eins hinsetzen. Aber es ist gar nicht so einfach, wenn man es nicht sieht, ne? Jetzt aber. So, hier drauf. Und hier bauen wir uns jetzt hoch.
So, perfekt. Das war nicht so perfekt. Egal. Wir wollen ja nur... Stein, Stein, Stein. Stein konnte ich ja doch. Oder? Schöner Platz. Gucken wir mal, ob das ging. Aber klar, mit was soll ich ein Eisen sonst abbauen? Wenn nicht mit Stein. Zeig her. Und... Jo, wir haben Eisen. Geht vorwärts. Ist aber ziemlich cool, wie die Eisenblöcke oder Eisenstücke hier in diesen Steinquader drin sind. Geil gemacht. Das war am Anfang, bevor das erste Update kam, noch nicht so. So, jetzt sag mal, das war's. Das war's. Das ist schon alles. Schade. Okay, gut. Gut, hilft nichts. Dann geht's halt weiter. Dass wir da alles wegruppen. So. Wir müssen ja nach oben. Wir müssen irgendwie nach oben, denn da oben war ja auch nochmal Eisen. Geh ja weg. Geh ja weg. Noch Palmen. Was? Okay. Was habe ich jetzt eingesammelt, als ich hier reingefallen bin? Ich habe keine Ahnung. Aber das waren höchstwahrscheinlich die Kannibalen, die hier irgendwas abgebaut haben. Hühnchen, geh lieber weg. Du wirst sonst gekillt. Ist hier irgendwas? Ja, Kohle. Komm. Komm, ich will keine Kohle. I need Iron. Komm schon. Dum, 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 dum. Schön. Einmal hier nach oben. Zack, 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 zack. Genau, da. Okay, schick. Richtig, richtig schick. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gefällt mir wirklich gut. Das hier ist so eine... Also das hier wäre so eine Trauminsel. Hier würde ich am liebsten mein Haus, meinen Unterschlupf hinbauen. Aber durch diese blöden Adler, vergiss es. Da eigentlich braucht man ein Gebiet, wo man ständig Essen und Trinken hat. Das am besten mit spawnenden Tieren. Also ein Gebiet mit, ja, mit Schweinen und Hühnern wäre am besten. Und natürlich irgendein Gebiet, wo man sich dann auch Boote bauen kann. Das heißt, Schweine müssen auf jeden Fall da sein, wegen dem Leder. Und ihr braucht Haie. So, und da bleiben nicht mehr ganz so viele Gebiete übrig. Oh, no. No. Die verbrauche ich. Lassen wir die ganzen Steinspitzhacken weg. Yep. Machen wir gleich wieder Nacht. Das gibt's doch nicht. Das geht immer so schnell. So, jetzt wird's hier ein bisschen gefährlich. Dass ich hier nicht runterfalle. Okay, das sieht gut aus. Das haben wir auch gekriegt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann sind wir hier auf jeden Fall auch schon durch. Dann muss ich hier oben das noch abbauen. So, jetzt wird wieder Nacht. Jetzt kann ich nicht ganz so viel machen. Die Insel, war's schon. Mehr gibt's hier gar nicht zu sehen von der Insel. Wenn ich jetzt hier aufrufe. Ja, das war's. Wir sind eigentlich schon einmal drumherum. Die ist halt nur so groß, weil hier in der Mitte dieses riesige Wasserfleck ist. Ich weiß auch nicht, wo jetzt noch Eisen ist. Ich hab's, wie gesagt, nur aufgeschrieben. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier jetzt noch groß Eisen finde. Da hinten, das sind nur Sandbänke.
Ein Geheimnis gibt es hier nicht, soweit ich das noch weiß, ja. Dann haben wir es hier geschafft. Gut. Dann baue ich mich wieder sicher irgendwo nach oben und wir sehen uns. Super, super, super. Und wir sehen uns im nächsten Part. Würde ich mal sagen. Ich mache jetzt doch wieder immer eine Verabschiedung. Aber nur weil es gerade so gut passt. Das ist krass. Es passt zurzeit echt gut mit den Verabschiedungen und da kann ich das natürlich auch machen. Ja, viel Eisen habe ich jetzt nicht gekriegt. Ich gucke mich hier nochmal um. Und dann gehen wir zur nächsten Insel. Das wäre... Ja. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich brauche auf jeden Fall Eisen. Ja, wir gucken mal, wo wir hingehen werden. Ich gucke hier gerade auf meiner Karte, aber so richtig viel Eisen eigentlich gar nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ja, gut. Wir werden sehen. Ich danke euch, dass ihr da wart. Und über ein Like würde ich mich freuen, wie immer. ja, wenn ihr noch irgendwelche Gedanken habt oder wenn ihr wüsstet, dass es hier irgendwo ein Geheimnis auf der Insel gibt, haut mir das unten in die Kommentare. Kommt auf meinen Discord-Server. Das Ganze ist kostenlos. Link unten in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Tschüss. Haut rein.